Einen Moment. Boing. Moment, ganz, ich muss doch ganz kurz was gucken. Ganz kurz. Wieso denn bloß? Wieso denn bloß? Ronja Räubertochter. Okay, kann weitergehen. Ich hab Jenny, ich hab. Was hast du denn? Bin ich Jenny, aber was hast du? Auf meinen Knopf gedrückt, so. Achso. Das heißt für Jenny, sie darf. Ich hab doch aber, die erste war meine. Ey, was, die erste mache ich doch immer. Nee, die hab ich gemacht. Boah, voll umgekehrte Welt hier, oder was? Krascher ja. Eberhard. Und wer moderiert jetzt an? Keiner. Ja, ich halt, ne? Ich Guten halt. Tag, die lieben Damen und Herren. Wir sind wieder unterwegs. Der Witz ist um die Ecke. Brauchst gar nicht mehr loslegen. Vorbei. Dann sage ich jetzt gar nichts mehr. Doch, doch bitte. Ich bin jetzt ganz oben auf dem Parkhaus. Aber Mann, wieso kann man nicht, wenn man auf dem Bike sitzt, würde ich gerne die Karte anmachen. Aber es geht nicht. Warum? Es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Ich will hier irgendwas wegschmeißen. Oh, ich habe eine Schatzkarte. Kratz. Resuche Maps. Das kann ich hier wegschmeißen. Aber die müsste ich ja dann nehmen, weil ich ja geskillt habe, ne? Ja, damit. Hast du so ein Skill schon drin, ne? Skill? Ich hab einen Motor. Dann haben wir schon zwei. Treasure Echt? Hunter. 2 von 3 hab ich. Ja, nice. Nee. Ach, das konnte ich schon reinpacken? Na gut, okay. Das auch. Sonst noch was? Komm, noch ein Motor. Noch ein. Ja, das stimmt. Ja, noch ein und dann haben wir alle. Ich möchte jetzt, genau jetzt, eine Ader finden. Das wäre so toll. Warum? Weil wir immer noch Ressourcen brauchen. Achso, ihr hattet mir jetzt auch geschrieben, so wegen Höhle und Ressourcen und so weiter. Das ist nur Potassium, was da drin ist. Das empfand ich jetzt nicht als sonderlich wichtig. Ihr Lieben, wir brauchen Iron! Natürlich im weiteren Atemzug dann auch Kohle und Potassium, aber erstmal Iron. Iron. Winglet. Ich lot auf Iron. Oh, ich stinke. Oh, da ist noch ein Auto. Aber was sind das hier für ein... Noch ein Stiff-Tools? Wir haben 3 Stiff-Tools in der Stadt? Jesus. Da kennen wir den schon. Was ich einen Scheinwerfer hier finde, ist unglaublich. Blake, so langsam müssen wir auch. Ich glaube, den kennen wir. Das ist doch mein Anfangs-Tiff-Tools. Ich bin ja auch schon unterwegs. Bin ja schon auf dem Heimweg. Bist du schon? Ja. Oh Gott, Spucke. Schnell, dreh dich. Schon wieder hier. Ach, weg mit dem Mist hier. Komm, weg damit. Häng am Stein. Was hängst du? Am Stein. Okay, weiter nach Hause, unterwegs nach Hause. Das ist jetzt das letzte Auto. Das letzte Auto, das machen wir jetzt hier. Letztes Auto. Aber die Horde kommt doch erst morgen Abend, oder? Ja. Stimmt. Stimmt, wieso nahm ich denn an? Das ist heute schon. Weil du so eine Panikuschi bist. Ja, ich glaube auch. Nee, den suche ich natürlich noch weiter. So, aber mein Inventar ist voll. Ich gehe nach Hause, außerdem stinke ich, weil ich Fleisch dabei habe. Und ich muss prinzipiell so diese Richtung. Okay. Also nach, ja, eigentlich Norden. Okay. Hätte mir auch sagen können. Geh nach Norden. Da sind noch Autos. Sag mal, du bist die Einzige, die den Bohrer bauen kann, ne? Ja. Komm hier fälligst nach Hause. Ja, du brauchst mich. Komm hier fälligst nach Hause. Der Fleck braucht mich. Der irgendwie ganz gut angenehm. I need you for the Bohrer. Okay, wir machen hier Refuel. Klar. Hab ich denn hier blaues T-Shirt? Will wer ein blaues T-Shirt? Der schluckt ganz schön viel. Oh. Mal den Motor ausbauen. Vielleicht sollte ich das lieber mitnehmen. Ist vielleicht wichtiger. Ja? Sprich dich aus. Ah, ich habe mich gerade schon gefragt, das Minibike schluckt so viel Benzin, aber das kommt auf den Motor drauf an. Und ich hatte noch einen ganz schlechten Motor drin.
Den habe ich jetzt mal ausgetauscht gegen den, den ich gefunden habe. The Mother. Gleich bin ich zu Hause und dann ist die Jorle da und dann gibt's einen Bohrer und dann, ach, da wird alles schön. Wenn du das so sagst. Dann wird alles schön. Jenny kann den Bohrer mal ganz gut gebrauchen, ne? Ist dir bewusst? Ja, die kriegt den ja auch. Erstmal da Flaggy bauen und dann. Der Bohrer soll aber wohl die Heatmap so anfeuern, aber hey, who cares? Ich meine, unsere Map rennt eh schon. Die Horde kommt, ist eh egal. Mich findet keiner. Ich muss mal kurz husten. In irgendeinem Tunnel stecken da unten, oder? In einem Loch. Hörst du die Regenwürmer husten? So, bin ja wieder da. So, was war hier? Und wie war eure Zeit so, als ich weg war? Schlimm? Ja. Wo geht's denn? Ganz schlimm, Jolle. Okay. Bist du schon zu Hause? Nein, ich bin immer noch in der Stadt. Ja, wieso erzählst du denn, dass du weg warst? Oh. Wow. Männer. Ich sterbe. Da sind noch Autos. Da ist auch ein Parkplatz. Bitte sagt mir, dass einer von euch schon zu Hause ist. Es ist keiner von uns zu Hause. Fuck. Wieso? Hast du da zufällig eine Horde? Wenn ich Pech habe, ja. Und ich sitze mitten in einem Loch und muss mich erstmal rausbauen, dass ich rauslaufen kann. Ja, du hast die Spikes. Lass sie in die Spikes laufen. Das hat sich schon eben so angehört, Scheiße. Als hätten die auf irgendwas eingeschlagen. Was sie natürlich nicht dürfen. Nee. Oh, jetzt ist er aber full Hausleiche. Wo ist mein Bike? Jetzt hat das Bike versemmelt. Du, apropos Horde, Jenny, ne? Hm? Holy Scheiße. Ich glaube, sie hat eine gefunden. Ja. Eine? Eine große, würde ich mal so behaupten. Oh, was ist da? Boah, alter Vater, ey. Das ist aber nicht mehr nice. So, hier ist noch so ein Autohof. Das wäre extrem cool, wenn wir da rein können. Hör auf hier, die Hütte. So, ich guck mal runter, was du da so siehst, aber zumindest oben ist bei uns einer. Ja, das noch. Ach, da oben bist du doch. Keine Zeit für Frames, ne? Das ist ein Mist. Doch, zweiter Beutezug. Muss ich mich hier durchbauen oder was? Bist du gerade runtergesprungen? Ja. Ja. Das gute Fleisch, das gute Fett. Lala. So, hat nicht noch irgendwas? Ja. Da, Leder. Ja. Steine und. So, das sind jetzt 6 Autos oder weiß ich was. Wenn das jetzt nichts bringt, dann weiß ich auch nicht. Und komm, ich muss nach Hause. Ja, ich muss nach Hause eigentlich. In den Motor, ich hab noch einen. Ich hab noch einen gekriegt. Na, dann haben wir doch jetzt alle. Keine guten, aber hey, was soll's. Waren auch tonnenweise Mechanical und Electrical Parts. Was sind jetzt? Ich habe alles für die Nailgun. Das ist sehr gut. Ja, Jenny. Aber ich habe immer noch keine Ader. Ja. Nailgun. Oh, nochmal eine Batterie. Ich hab benötigt. Bin hier alles. Ich schmeiß weg jetzt den Scheiß. Ich bin hier alles mit mir rum. Und Iron Pipe. So. Mann, ich muss nach Hause, aber meine Gier treibt mich hier irgendwie noch voran. Komm jetzt nach Hause, ich brauch den Bohrer. Zu Hause. Komm jetzt nach Hause. Oh, eine ziemlich gute Batterie gekriegt. Mechanik gepaart, ich weiß auch nicht. Der Motor? Nee. Jolle. Ja, Mann, lass mich in Ruhe. Ich bin unterstretzt. Stretch, Mann, stretch. Unterstretch. Ja, okay, ich komm nach Hause. Komm. Der trifft auch auf die Krampfadern und die Orangenhaut zu. Sie sind unter Stretch. Ah! Ja, ich werde ja jetzt demnächst 30, ne? Hatten wir ja heute schon. Echt? Achso, ja. I'm old. Was soll ich denn sagen? Hallo?
Flaggy hat übrigens in einem Video einen Aufschluss darüber gegeben, wie alt er ist. Das habe ich doch schon öfter gemacht. Ich weiß es soweit. Ich weiß, hat er uns das auch mal erzählt, aber ich weiß es nicht mehr. Bei mir, wenn Jorle darüber heult, dass er eine 3 vorm Namen hat, bei mir kannst du nur einen drauf tun. Ja, das stimmt gar nicht. Du warst irgendwas Mitte 30. Echt? Das ist aber, das wüsste ich aber. Also bei mir steht da vorne keine 3 mehr. Echt? So eine 4? Ja. Echt jetzt? Also er sagte, dass er irgendwie vor 25 Jahren das letzte Mal Schach gespielt hätte mit einem, mit einem Menschen. Und das wäre, ja, da wäre er so 12 oder 14 gewesen, glaube ich, war es. Wobei ich mich da verrechnet habe. Wie gesagt, ist eine 4 vorne. Du alter Sack, du. Alter Sack. Komm jetzt nach Hause, ich muss den Bogen. Verdammt. Ja, Mann, ich bin ja schon auf dem Weg. Wissen eigentlich die lieben Leute auch deinen Vornamen? Nee. Die auch nie zuhören. Nein? Weißt, dass du den nicht magst? Ich kriege die nie zuhören. Wie den? Das du, hast den gleichen, du hast den gleichen, wie jetzt mal auf Rätsel für die Leute, du hast den gleichen Nein. Vornamen wie meines Männes zweiten Namen. Na gut, den kennen sie eh nicht, das ist alles okay. So, was ist denn bitte hier? Komm nach Hause, ich brauche einen Bohrer, ich brauche einen Bohrer. Jetzt könnte ich ja eigentlich sagen, wie Nils heißt, oder? Nein, ja, mach es mal für alle. Nein. Müssen die selber rauskriegen. So, Aber man kann doch so einen Hinweis geben, oder? Das ist so leicht biblisch, ist er ja schon, ne? Ja, ich bin der große biblische. Der große. Komm jetzt nach Hause! Mann, ich bin doch dabei! Komm jetzt nach Hause! Ich will dir nur davon ablenken, wie er heißt. Außerdem will ich bohren. Ich will bohren. Flaggy, ich will auch so vieles und es passiert einfach nicht. Ja, und ich will meine Nailgun. Das kannst du ja haben, aber ich will bohren. Die Frage, wie ich wieder zu unserem scheiß Berg hochkomme. Das Moped fährt doch darauf, oder nicht? Ah, da oben ist es schon. Ich muss jetzt bloß den Voreingang. Kannst du mal die Tür aufmachen? Weil sonst muss ich wieder. Welche Tür? Achso, warte die mal. Tür. Ja, ich komme schon. Oh, Gilly. Oh. Ich komme ja schon. Wo ist denn die Scheiße? Oh nein, ich stecke im Lehmloch. Ach, okay, ich mach die Tür. Aber du bist hier. Sicher, dass wir an der richtigen Tür sind hier? Wir haben nur ein großes Tor momentan auf unserem Gelände. Ich hab's Tor aufgemacht. Ja, warte, das ist ja, ich höre sie knattern. Ich höre sie auch knattern. Da ist er. Kommst du rein, kannst du rausgucken. Dankeschön. Ist wie das auf dem Hof fahren. Weißt du, wie du auf dem Moped sitzt, im Damensitz. Sehr schön. Stimmt gar nicht, ich sitze da ganz normal. Ja, bei mir nicht. So, Fleck, dann komm mal und helf mir mal, hier das Zeug aus dem Bike zu kriegen. Ich bin da. Kann da eh nicht drauf zugreifen. Irgendwas kann ich ja auch mitnehmen. Muss mal kurz gucken. Oh, was haben wir da? Ein Nest. Ein Bohrer. Nimm mal das andere Zeug noch mit, was du kannst. Ich kann da nicht reingrapschen. Ja, jetzt. Wenn du voll bist, dann gehe ich gleich nochmal holen. Greift man denn dazu hier? So? Und mach die Tür oben zu, die ist jetzt auch auf. Kann man da nicht irgendwie hier. Ich decker, was hast du da für einen Mist mitgebracht, Frau? Ein Mist. Was hast du denn hier? Uli, warum. Wer lehrt denn. Wer macht denn das mit den Kisten immer so? Was denn? Leck, Mann, Alter. Ich warte diesmal nicht. Ich muss eine neue Batterie nach oben verbauen, ne? Ja. Was hast du denn was hast du denn da für einen komischen Bohrer mit angeschleppt? Für einen. Was? 60er? 60er Motor? Was soll man denn damit noch anfangen? Ja, Hauptsache der Bohrer funktioniert. Oh Mann, ey. Ja, the Bohrer has to work. Warum kann ich da nicht drauf gehen? Ja, weil ich da gerade drinnen bin. Muss mal kurz Sachen rüber transferieren, weil du hast ja hier alles voll geprompt. Mach mal jetzt die ganzen Teile hier hinten links rein. Wo hier hinten links? Links, mach ich da doch. In die andere Kiste. Mach ich doch. Ganzen Teile, weil was für Teile? Ja, weil die mittlere Kiste ist mehr zur Baukiste geworden. Siehst du das nicht? Nee, ich sehe da nichts. Hi Jenny. Hi ho. Jenny, hast du Bock auf eine Nailgun? Ne? Och, jetzt gerade will ich eigentlich lieber eine Ader haben. Ah, was sie nicht alle wollen hier. Bohrer! Gib mir Bohrer. Da ist die Nailgun. Nailgun!
Assemble. Scheiße, das war ein falsches. Nein, das ist immer noch falsch. Was denn? Oh Mann, das war nicht der, das Part mit Dingens für Nähe. Oder Pandora. Ja. Egal. Jörl, ich werf dir mal Cornseeds hin, dann können wir die oben, kannst du die oben auch nochmal mit anpflanzen. So, habe ich geworfen. Wieso soll ich denn jetzt anpflanzen? Oh, dann gießt es. Damit ich weiter unten bauen kann. Hast du doch jetzt die ganze Zeit gemacht. Bora! Ich guck mal, was sie jetzt alle von mir wollen. Sag mal, zieh dir mal die Buchse hoch. Wie sieht denn das aus? Ich hab gerade keine Hose an. Was ist denn das? Ich habe gerade keine Hose an. Treasure Map, Jenny. Wo die Werkzeuge sind. Ich mach sie gleich auf. Bora! Fleck, Alter, Fleck. Geh mir nicht auf die Ketten jetzt. Was kriegst denn du für ein... Eigentlich müsste ich dir eine gute Mutter verpassen, weil sonst verbrennst du zu viel. Das hier. Okay. Assemble. Assemble. Ich soll meine Handlebar bauen. Das war wie? Ach. Handlebar. Duct Tape, Leather, Mechanic Parts. Dingens. Oh, Mechanic Parts. Duct Tape. Ah. Oh, der Kopf so voll, ne? Duct Tape. Ach. Leather. Ich hab ihn euch geschert. Was hast du uns geschert? Den Schatz. Och, Mann, ey. Handelbar. Der Server leckt etwas. Ja, heute ein wenig. Naja, was soll's. Ich will da ran. Halt mich da, kann mir die blöde Kiste nicht mehr rein. Ich krieg die Krise hier. Ja, ich hab die jetzt auch schon nicht aufgekriegt. Was ist jetzt passiert? Passiert. Ich bin gerade, Moment, ich muss mal wieder connecten. Bist du ganz rausgeflogen? Bin aus irgendeinem Grund bin ich komplett aus dem Spiel rausgehopst. Wird immer besser heute hier, ne? Schon. So eine Frechheit. Handelbar dauert noch einen kleinen Moment, dann kriegst du deinen Bora-Fleck. Bin einfach aus dem Spiel geflogen. Warum denn das? Es passiert. Jetzt reg dich nicht auf. Wenn mir das erste Mal passiert, ist mir noch nie vorher passiert. Sonst bin ich mal diejenige, die das macht. Ich weiß auch wie. Ich habe wie ein Bekloppter auf die Kiste gedrückt. Bei mir fühlt sich heute auch die Maus so ein bisschen schwammig an. So, vor allen Dingen im Inventar, wenn du dann so... Da bin ich. Wo ist der Bora? Mann, Alter! Wenn du mir jetzt doch Jörl in den Augenblick durchatmen. Wenn ich was mache? Wenn du mir jetzt demnächst in die Taschen krauchst, ne, mein Digga? Ist ja wir haben eine Lady oben. Wieder mal. Lady in Red is dancing with me. Geh mal gucken. Das hört sich nicht gesund an, was da oben abgeht. Meinst du mein Gesang? Nee, ganz oben, über mir. Die sind da hinten, aber ich will nicht runter hier. Da ist irgendwas. Oh. Okay. So, dein Bora ist fertig, Fleck. Yay, komm. Der wird jetzt repariert noch. Der ist auch ein bisschen angeditscht. Warum ist denn der angeditscht? Ich muss ihn noch reparieren. Der jetzt. War durch die Motoren und so, die sind doch nie ganz voll, deswegen. So, was ist jetzt hier los? Fisch, Stress. Da draußen. Wo denn? Wo finde ich denn den Bohrer? Dicker. Ja. Sprich weiter. Könnte man mal helfen? Was machst du denn da? Ich repariere hier, damit die hier nicht. Ja, schieß die einfach mal. Blau, du reparierst, ich schieße. Ja, nee, du reparierst. Warum Icke? Ich hab jetzt einen tollen Sledgehammer. Na, dann solltest du reparieren. Sledgehammer, Mann. Nicht Clawhammer. Aber den hab ich auch. Mir juckt die Nase. Mir juckt die Nase. Gesundheit. Voll ins Fressbrett. Ja, bam, delicious. Sehr gut.
So. Aber das haben wir das gelöst. Dann noch so, was war? Nein, nicht auf das Bike steigen. Boah, heute irgendwie ist der Kopf so voll. Batterie ist lila. Nee, das ist gut. So, einmal umsetzen. Flag dein Bohrer. Ja, ich bin hier. Ah! Rücken raus, das gute Stück. Hilfe, hör auf, pack das Ding weg. Danny! Danny! Geh doch mal her, verdammt nochmal! Was denn? Sitze in meinem Loch. Boah, man kann sich gar nicht drehen, wenn man den Bohrer in der Hand hat. Jetzt geht das Ding doch mal her, wir haben den doch alle schon mal gesehen. Alle irgendwie. Danny! Danny! Ja, geil. Oh, nee, Danny. Nicht die Wand kaputt machen. Danny, wo darf ich? Jole! Nach da, in die Richtung, in die andere. Her. Ich will den Tunnel zu Ende bohren. Hier, da, in die? Ja. Krise. Krise. Jole, kann ich deine Gewalt mal in Bahnen lenken? Komm mal mit hier rauf, komm mal mit bitte. Kommt sie gerade nicht. Ich kann euch nicht hören, es ist so laut. Oh, das ist unglaublich. Unglaublich. Geh mal zu Fleck. Ach, da kommst du gerade gar nicht hin. Da kommst du gerade gar nicht hin. Möchtest du den haben jetzt, Fleck? Oder was? Nee. Brauch den nicht mehr. Grab lieber per Hand weiter. Unglaublich. Alter! Oh. Gluck. Helf doch mal Jenny hier, ja. Fleck, ich komm nicht mehr raus hier. Jenny, ich komm. Oh, Jenny, mach doch sowas nicht. Okay, mach mal. Aber der ist ganz sinnvoll. Aber er hält nicht so viel aus, Fleck. Also du müsstest den vielleicht häufiger zu mir bringen zum Reparieren. Wird das noch was heute? Kommst du jetzt da so hoch, wenn ich hier stehe? Warum kann ich... Ja, perfekt. Jenny, was sind denn das hier für Löcher? Boah, das sind wir immer noch nicht hier. Was für Löcher? Deck, jetzt komm her. Ja, ich hab erst hier einen geraden Gang gebaut. Komm her. Ich bin doch hier. Hier bin ich. Ja. Alte Troller hier. Wo ist das Ding jetzt? Fleck, tu mir einen Gefallen. Nimm dir Woodframes mit, sonst kommst du nicht weit. Ja. Und da hast du noch. Warum? Hast du noch zum Benzin. Hochbauen. Benzin. Ja, das Hochbauen kommt. Das ist dein. Das habe ich da noch gar nicht gesehen hier. Was ist denn das? Das hast du ja gemacht. Ja, was meinst du, wofür ich den Bohrer brauche, du Napsülze? Ich bin doch mal Jenny. Jenny braucht den viel dringender. Ach, du Heik. Nein, lass Fleck ihn. Ich hol dir gleich ein zweites und dann ein drittes und viertes. Was willst du? Krieg hier die Krise hier. Haben wir eigentlich schon Tag? Nee, aber noch nicht. Müsst ihr euch ein bisschen abwechseln? Ja, Fleck darf jetzt sein Loch da fertig machen und dann ist gut. Ich mach das Loch fertig und dann ist ja alles fertig hier. Dann können wir ja. Guck mal, wie fix das geht. Das ist ja unglaublich. Ich glaube, ich kann gleich noch ein paar Repair-Kits machen hier. Ja, ich glaube auch. Also der Bohrer ist extrem fix, ist der unten. So, zweite Sache ist, wir können, sobald ich mich. Also bei mir geht er nicht so doll runter. Doch, das wirst du gleich sehen. Er wird sich ordentlich abreiben. Abrieb haben. was wollte ich sagen? Du kannst dann aber auch nochmal deine Spikes setzen, ne? Ich habe jetzt schon 60. Wollte ich außen machen. Wollen wir das morgen gemeinsam, Jenny? Wieder 30 in der Hand, los geht's. Ich wollte eigentlich sehen, dass ich hier weiterkomme, Jolle. Weil ich echt... Wir schaffen das nicht. Ohne... Na, Ada, haben wir keine Überlebenschancen lange. Ich höre es die ganze Zeit so. Piu, 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 piu. Was piept da eigentlich? Das bist du, Mann. Der Bohrer, der macht immer so. Piu, 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 piu. Ja. Da kann es auch sein, dass das erst alles auf einer gewissen Höhe zu finden ist, das. Die. Nee. Rohstoffe? Nee. Kit, was sieht man denn? Öl? Was? Man braucht Forged Iron für die scheiß Repair-Kits? Ey.
Wir haben noch 13 in der Kiste. Ja, ist aber nicht wirklich viel. Boah. Das war ein bisschen zu viel. Boah, der kotze ich ja jetzt schon. Das braucht viel zu viel. Ich bin gleich da, ich krieg die Krise. So, das da und das. Ducktapes sind jetzt alle. Hier muss ich gleich wieder welche machen. Und wir haben nicht so viel Flaschen. Oh Gott. Wie viel Sand haben wir denn hier in den Öfen? Genug. Sand? Ja, haben wir Tatsache. Dann muss ich mal kurz Flaschen machen. Ja, da waren sie doch. Ach, ist das eine angenehme Sache, dass es dir so schnell geht. Achso, Gläser? Ich weiß zumindest, was ich getan habe heute Abend. Ich weiß, was sie heute getan haben. Letzten Sommer. Letzten Freitag. Ja. Ja, das kann ja jetzt auch dauern hier. Was ist denn jetzt los? Hat er keinen Sprit mehr? Black, ich habe eine Aufgabe für dich. Warte. Achso, ich habe eine gute Barb-Club gefunden. Entity damit 14. Wer möchte, ich leg's hier in diese mittlere Kiste rein. Fleck, könntest du mal morgen Flaschen füllen gehen? Ich fülle Flaschen. Was? Auch mit Wasser? Haben wir keinen Schnee mehr? Wir hatten nie Schnee. Das war es der geht, andere es geht um die Gläser, Jenny. Achso. Wir haben kein Ducktape mehr. Und wenn wir die Bikes bauen wollen, dann brauche ich Ducktape. Und das heißt, ich muss erstmal Kleber machen. Ja, ich weiß. Knochen und dann, ja. Da verschwinden ja die Gläser. Ja. Pack die einfach mal hier in die Forge rein, Fleck. Kannst du dir die dann raus... Was? Sind noch am Machen. Gläser, wenn du so nett wärst. Gläser. Muss nämlich jetzt die Woodspikes verteilen, hat Jenny gesagt. Mhm. Ja. Ach so. Sag mal, wir müssen ja schon lange wieder raus jetzt hier. Raus. Ja, oh Mann, ich stecke im Loch fest. Okay, das sind so Aussagen, die man am Ende einer Folge nicht tätigen will, aber ich hab's getan. So, ihr Lieben, wir sind ja erstmal raus. Hektisch heute. Wir müssen Potte kommen und Sachen machen. Etwa die nächste Horde hier überleben. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Seven Ways. Bye. Bis dann. Tschüss. Tschüss.